dann möchte ich euch auch noch begrüßen zur deutschen Übersetzung des Talks Silivaxin, Nordkoreas Waffe der Massendetektion oder wie ich gelernt habe, mir keine Sorgen zu machen und die Backdoor zu lieben. Die deutsche Übersetzung wird euch präsentiert von Mir Myrion und von Bread on Toast. Und wir hoffen, dass wir euch helfen können, diesen Talk zu genießen. Fangen wir mit einem kurzen Video an. Guten Abend, Bürger der Nation. Heute präsentieren wir euch stolz Silivaxin. Komplett mit dem großen Aufwand unserer Kameraden Programmierer entwickelt, ist es das beste Antivirenprogramm der Welt. Wir haben es über alle Computer in der Demokratischen Republik Nordkorea getestet und es hat toll funktioniert. Es ist ein wahrlich großartiges Programm. Silivaxin wird uns von den gefährlichen Viren des Westens schützen. Lang lebe unser glorreicher Führer. Meine Damen und Herren, wer das nicht weiß, die Dame ist Ri Jeon-hee, die Hauptnachrichtensprecherin von Nordkorea und wurde in diesem Jahr 75 Jahre alt und geben wir einen großen Applaus für ihre passionierte Einleitung zu Silivaxin. Ich lüge natürlich, sie ist nicht meine Freundin. Sie hat nie über Silivaxin geredet, aber war eine gute Aufmerksamkeitsheischerin. Hallo zusammen, danke, dass ihr alle hier seid für diesen Talk Silivaxin, Nordkoreas Waffe der Massendetektion. Lasst mich euch zuerst mal über die Story der Forschung erzählen. Es gibt einerseits diese Dissidenten, die hinter dieser Forschung stehen. Der eine davon bin ich, das ist Mark Lechtig. Ich bin der Malware-Forschungsteamleiter bei Checkpoint. Und mein Partner in Crime für dieses Projekt ist Michael Cagilotti. Er konnte leider nicht hier sein, weil er in den Ferien ist, in Hawaii. Wahrscheinlich aus einer Kokosnuss einen Smoothie trinkend. Also habe ich ein besseres Bild für ihn gebastelt. Michael, genieß deine Ferien, komm gut wieder zurück und pass auf vor Koreanern, die dich seltsam anstarren. Wir arbeiten beide bei Checkpoint, wie ich bereits erwähnt habe, und lasst mich euch ein bisschen Hintergrund für diese Forschung geben. Also das Ganze beginnt etwa im März dieses Jahres, als ich nach etwas gesucht habe, was ich auf Twitter gelesen habe. Und da habe ich diesen Artikel gefunden, innerhalb von Nordkoreas Hacker Army. Und das ist ein ziemlich guter Artikel, den würde ich weiterempfehlen. Der bespricht da so einen bestimmten nordkoreanischen Defektor, der für diese Regierungsagentur gearbeitet hat und der Geld machte über das Hacking für die nordkoreanische Regierung. Und was mir dabei aufgefallen ist, durch diesen ganzen Artikel, ist, dass der Autor hier so eine Geschichte erzählen wollte über diese nordkoreanischen staatsgesponserten Hacking-Aktivitäten. Und
Er wiederholt dabei auch die offizielle Position der nordkoreanischen Regierung zu gewissen Hacking-Aktivitäten. Und formell leugnet Nordkorea diese Anschuldigungen und betrachtet diese als Propaganda und konzentriert sich angeblich auch darauf, im Ausland seine Antiviren-Software anzupreisen, inklusive der einen genannt Silly Vaccine. Und im Moment ist Silly Vaccine ein Antivirenprogramm, das exklusiv in Nordkorea verwendet wird. Ich nenne es den Kim Jong-un-Virus. Offensichtlich ist dies ein seltenes Produkt oder eine seltene Software. Und dieses gibt es nur in der Republik Nordkorea. So wie ich das mitbekommen habe, ist es im Jahr 2003 entwickelt worden. Und aktuell ist es in der Version 4.0 seit 2013. Wir besitzen auch eine andere Version aus dem Jahr 2005, welches eine sehr frühe Version von Silly Vaccine war. Wenn man etwas über Nordkorea weiß, dann ist es, dass es kein Internet in Nordkorea gibt. Stattdessen gibt es etwas, was sich ein Intranet nennt, was eine begrenzte und gelobte nordkoreanisches Netzwerk ist. Und man könnte jetzt denken, warum benutzt Nordkorea überhaupt eine Antivirus-Software? Das erste, die mehr exotische Grund ist, dass man sich schützen möchte vor Viren, die durch fremde Software eingeschmuggelt werden. Und das zweite ist, dass westliche Medien den Weg nach Nordkorea finden und diese werden dann verkauft auf dem Schwarzmarkt. Und es klingt ziemlich abgefuckt. Und um euch davon zu überzeugen, möchte ich euch diese Website hier zeigen, die eine gecrowdfundete Website ist, in welcher es versteckten Inhalt aus dem Westen gibt, welcher nach Nordkorea geschmuggelt wurde. Ein Fun Fact hier: Wenn ihr Probleme mit eurem lokalen Internet Service Provider habt, dann habt ihr dann keine Sorge. Bezüglich des Inhalts: Es enthält allen möglichen Inhalt wie Wikipedia und südkoreanische Soap-Operas, die scheinbar das nordkoreanische Regime gefährden. Aber es gibt auch noch eine andere Erklärung dafür, dass dieser Antivirus existiert. Und das ist, dass man Geld für das Regime sammeln möchte, dadurch, dass man diese Software verkauft. Diese Software gibt es sowohl in Koreanisch wie auch auf Englisch und man wollte es dadurch ein bisschen mehr ansprechend für englischsprachige Nutzer machen. Jetzt müsstet ihr euch fragen, wie kommt man überhaupt dahin, dass es diese Software gibt? Und die Antwort liegt in diesem Bloomberg-Artikel, den ich bereits erwähnt habe, der von Martin Williams in einem Blogpost verlinkt wurde. Er ist ein Journalist, der solche Neuigkeiten über Nordkorea behandelt. Und er hat diese Software durch ein etwas verdächtiges E-Mail von einem Sicherheitsforscher aus Japan erhalten. Merkt euch dieses E-Mail, darüber werden wir noch sprechen.
Nun, er war natürlich nett genug, um das mit uns zu teilen. Und darum sage ich ihm an dieser Stelle Danke, weil er hat das Ganze möglich gemacht. Nun, was wollten wir hier eigentlich herausfinden? Wir wollten die technische Struktur der Software verstehen, wie sie gebaut wurde. Und dadurch wollten wir einen gewissen Einblick erhalten in die Praktiken, die von nordkoreanischen Programmierern verwendet werden. Wie nehmen Software Engineers mit solch eingeschränkten Ressourcen ein so großes Projekt wie ein Antiviren-Software in Angriff? Wir wollten auch sehen, ob da noch irgendwelche versteckten Ideen drinstecken bleiben, ein Backdoor beispielsweise oder Überwachungsmöglichkeiten oder so. Und das im Kopf behaltend, schauen wir uns mal an, wie die Architektur dieses Antivirenprogramms ausschaut. Und da schauen wir uns mal die Bibliotheken an. Und da hat es eine grundsätzliche Shell-Extension drin. Und das damit wird im Kontextmenü dieser Eintrag eingefügt. Und damit kann man einen manuellen Scan auf eine Datei mit Silivaxin machen. Und wir haben das versucht zu testen. Wir haben hier eine Malware. Wir klicken da rechts drauf und nichts passiert. Das scheint irgendein Bug zu sein, den wir direkt von Beginn weg sehen können. Spoilers, es gibt mehr Bugs. Aber machen wir mal weiter im Text. Die nächste Library, die wir hier sehen, ist svkernel.dll und das ist die Datei-Scanning-Engine dieses Antivirenprogramms. Und das ist wirklich die Kernfunktionalität und hier wird der Virus-Scan implementiert. Damit werden rund 20 Exportfunktionen exponiert. Die werden super benannt, Funktion 1 bis 20. Und die prüfen mit Signaturen und Mustern, ob eine gegebene Datei bösartig ist oder nicht. Dann gibt es eine weitere selbsterklärende Komponente. Und das sind einerseits das Tray-Menü. Das sieht man auf der rechten Seite des Bildschirms. Da kann man über die weiteren GUI-Menüs der Applikation verfügen. Man kann da das SV-Main-Fenster starten. Da kann man einen vollen Scan über das Dateisystem starten. Man kann mit der Konfiguration rumspielen. Man kann auch gewisses Whitelisting betreiben. Das ist das zentrale GUI. Von hier aus kann man alles über das Antivirensystem machen. Bevor wir jetzt vom Rest reden, das kommuniziert mit einem Treiber namens svhook.sys. Und dieser Treiber soll aus dem Kernel Space gewisse Informationen an SV Main übertragen. Und darüber sprechen wir im Detail dann noch später. Dann gibt es den Update-Mechanismus, welcher updatete Binaries, updatete Signaturen und so weiter und so fort runterlädt. Und der hat eine Integritätsprüfung. Und das alles hier ist in dem Intranet von Nordkorea und der wird mit einem Server in Nordkorea kommunizieren und macht das über ein customisiertes Update-Protokoll. Hier sieht man einige der Nachrichten, die hier ausgetauscht werden. Und was ich euch hier zeigen möchte, ist, wie viel Information hier ausgetauscht wird. Man kann hier Seriennummern sehen, Interface-IDs, IPs. Das ist alles etwas verdächtig, sagen wir mal. Warum brauchen Sie diese ganze Information für die Updates? Aber, nun, wir haben keinen Zugang zum Server, wir haben keine Ahnung, wie das
wie ein Benutzer mit dem Server kommunizieren würde, wissen wir nicht, warum diese Information gesammelt wird. Also lassen wir das mal einfach so stehen. Und was ganz interessant ist, dass das ganze HTTP-Protokoll wurde handimplementiert von den Entwicklern und sie haben ein paar interessante Fehler gemacht. Die Content-Length-Felder des Headers wurde hier mit einem Unterstrich geschrieben. Das ist ein bisschen falsch, das sollte nicht so sein. Und die Autoren wollten auch die Identität des Update-Clients an den Server zu prüfen. Also haben sie das nicht über den User-Agent gelöst, also, was ja noch typisch wäre. Sie haben noch ein zusätzliches Feld, den User-Dealer, eingeführt und ich habe keine Ahnung, was für ein Dealer die damit meinen. Aber wir gehen davon aus, dass es nichts mit dem HTTP-Protokoll zu tun hat. Während wir von dem Dealer sprechen, dort ist eine weitere Komponente, das ist der SD-Dealer. Das ist der Antivirus, den man über das Menü aktivieren kann. Diese Komponente benutzt eine andere Komponente, den SV-Sys. Und es gibt Zugang zum Dateisystem und gibt eine Datei frei, um gescannt zu werden. Wiederum werden wir diesen Treiber später diskutieren. Ich sollte anmerken, dass diese beiden Komponenten offensichtlich müssen sie die Dateiscannung benutzen, die durch eine Reihe von Dateien. Eine andere Sache, die wir haben als Treiber, über die wir sprechen müssen, ist ein Treiber namens STDIS, welches ein Netzwerkfiltertreiber ist. Dieses Modul ist komplett in Ordnung, weil es macht eigentlich überhaupt nichts, außer dass es Informationen sammelt über TCP-Verbindungen sammelt, aber es sollte aufgerufen werden, doch niemand ruft es auf. Von daher gehen wir davon aus, dass es wahrscheinlich ein Überbleibsel ist von einer früheren Version von Silvaxine. Wir lassen es daher einfach liegen. Ein anderer Punkt ist, dass viele Komponenten hier aus einer kommerziellen Software stammen. Falls ihr davon gehört habt, aber es ist ziemlich schwierig, diesen zu reverse-engineeren. Man kann es entpacken mit so mittlerem Aufwand. Das hier ist dann im Großen und Ganzen die Architektur des Antivirus-Programms. Ich werde da jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber ihr könnt das nachlesen in einer Veröffentlichung von uns. Im Speziellen möchte ich jetzt auf etwas Spezielles mich konzentrieren, nämlich auf die Komponente, die wir bereits diskutiert haben. Das ist der Dateiscan-Bibliothek. Und das hier ist, warum wir darüber reden. Worüber ich als erstes reden möchte, ist das, worauf jeder Reverse-Engineer reden möchte oder worauf er zuerst guckt. Das ist, wir haben die Datei geöffnet und haben auf die Strings geguckt. Und wie jeder professionelle Reverse-Engineer haben wir erstmal nachgeguckt, was Google dazu sagt. Und das hier ist das, wo es wirklich interessant wird. Wenn man auf Google guckt, findet man eine andere Datei. Und diese Datei, was macht die? Es stellt sich heraus, es ist wiederum eine Datei-Scan-Engine, die zu einem großen Unternehmen gehört aus dem Sicherheitsbereich, nämlich Trend Micro. Wir fanden das jetzt erstmal überraschend. So, bedeutet das, dass diese DLL bestimmte Elemente dieser Software benutzt?
Nun lassen wir uns das mal rausfinden. So, auf dem Bildschirm könnt ihr jetzt sehen, was ein Binary Diff heißt, von diesen beiden Engines. Auf der rechten Seite die Trend Micro, auf der linken Seite die Silly Vaccine. Oh, Entschuldigung, genau umgekehrt. Und was man sieht, es gibt einen hundertprozentigen Übereinstimmung über mehr als 1000 Funktionen. Und außerdem kann man sehen, dass da eine hundertprozentige Gleichheit in den Exportfunktionen ist. Und wenn man sich das genau anguckt, dann sieht man, dass diese Funktionen ganz genau dieselben von Trend Micro sind. Und wenn man die sich dann wiederum anguckt, genau in den Kernfunktionen, dann sieht man wiederum, dass auch diese sehr, sehr ähnlich sind. Jetzt gucken wir uns die Nuancen an, die kleinen Unterfunktionen. Dann sieht man etwas ganz Interessantes, dass während Trend Micros Engine größtenteils Libc-Functions benutzt, dass man die vergleichbaren bzw. gleichen Funktionen sieht, dass diese Inline-Functions sind, die dieselben Funktionen übernehmen. Und das bedeutet im Großen und Ganzen, dass die Entwickler von Silly Vaccine den Trend Micro Code möglicherweise rekompiliert haben aus der originalen Engine. Ein Beispiel dafür sieht man genau hier in der Memcopy-Funktion. Und gucken wir uns jetzt ein anderes Pärchen an, die wiederum ein anderes Artefakt, was übergeblieben ist, sieht man hier. Es zeigt sich, dass dieses spezielle Feld, das in diesem Struct eingebunden ist, die Engine-Version des Antivirus darstellt. Und es stellt sich heraus, dass die Engine-Version in Silly Vaccine 8.9.1.0.10 ist, die von Trend Micro in 2008 veröffentlicht worden ist. Erinnern wir uns jetzt, dass diese Software aus 2015 stammt, bedeutet, dass wer auch immer diese Software geschrieben hat, eine 5 Jahre alte Software benutzte. Und zu guter Letzt gucken wir uns nochmal ein paar an. Wiederum sieht man hier einen Aufruf einer proprietären Funktion von Trend Micro. Das ist in diesem Fall eine Cleanup-Function, die im Grunde genommen nichts zu tun hat mit Trend Micro. Aber wiederum sieht man, wir können spekulieren, dass wenn als Silly Vaccine kompiliert wurde, benutzte man eine spezielle Komponente von Trend Micro. Was ich jetzt noch anmerken möchte, ist, dass dies nicht das einzige Mal war, dass wir in Silly Vaccine eine Trend Micro Funktion gefunden haben oder Komponenten gefunden haben. In einer anderen Version haben wir wiederum den tnfilter.sys gefunden, was eine Kernel-Modus-Engine ist. Und hier dies zeigt ganz genau, dass hier definitiv häufiger als einmal Copyright verletzt wurde. Wir haben uns mit Trend Micro in Kontakt gesetzt und fassen wir es mal kurz zusammen. Trend Micro sagt, dass Silly Vaccine mehr als 10 Jahre alte Versionen ihrer Engine benutzen. Sie sagen, what the fuck, wir machen keine Geschäfte mit Nordkorea. Abgesehen davon sagen sie, dass sie keine Idee haben, wie ihre Engine in die Hände von Nordkorea fielen. Aber sie haben wohl mit einigen OEM-Herstellern in der Zeit zusammengearbeitet. Und ja, so, abgesehen davon, dass
dies ein ziemlich geheime Herstellung des Antivirus war, haben wir festgestellt, dass dort einige Mechanismen waren, die es verstecken sollten, dass sie ein Drittparty-Produkt benutzt haben. Und wir sehen, dass sie zwar eigentlich einen Trend Micro Engine verwenden, heißt das, dass sie auch die gleichen Signaturen verwenden. Und wenn wir das auf der Oberfläche vergleichen, dann sieht es nach einem Nein aus. Silivaxin hat einen Haufen an Musterdateien, während TrendMicro eine hat, und da scheint keine Ähnlichkeit auf der Binärebene zu sein. Wenn wir allerdings ein bisschen genauer hinschauen, dann sehen wir im Code, wo diese Musterdateien geladen werden. Das passiert in der Funktion svfunc19. Und was hier passiert, ist, dass der Name berechnet wird einer bestimmten Musterdatei. Dann wird diese Datei geöffnet, gelesen, entschlüsselt. Der entschlüsselte Teil kommt an einen Buffer hinten dran und dann wird das wiederholt. Was diese Datei also macht, ist, sie lädt alle Pattern-Dateien, entschlüsselt sie und hängt sie aneinander. Also sprechen wir kurz mal über den Verschlüsselungsschlüssel, weil das ist interessant. Das ist der Schlüssel, das scheint ein zufälliger Schlüssel zu sein. Heißt das irgendwas in Koreanisch? Nein, in keiner Sprache. Aber wenn man das auf ein koreanisch-englisches Keyboard überträgt und das mal eintippt, wenn man nicht auf Englisch gestartet hat, kriegt man diesen String. Und wenn man diesen String auf Englisch übersetzt, dann heißt es wortwörtlich Musterverschlüsselung. Thank you. Danke. Wir haben uns also entschieden, das Ganze etwas genauer anzuschauen, und wir haben einen Haufen Verschlüsselungsmechanismen gesehen. Einige davon sehen so ein bisschen nach Schau 1 aus und alles mögliche andere. Wir haben uns da nicht die Mühe gemacht, das Ganze zu verstehen in die Tiefe, weil eigentlich waren für uns nur die entschlüsselten Musterdateien interessant. Und die haben wir aus dem Speicher gezogen. Und nachdem wir sie aus dem Speicher gezogen haben, haben wir die Dateien wieder miteinander verglichen, und jetzt sehen wir, dass die im Header zumindest sehr ähnlich aussehen, und wenn wir ein bisschen weiter runterscrollen, dann sehen wir einige Strings, die zusammenpassen, und wenn wir ehrlich sind, dann ist das ein über 90% Match zwischen den Dateien, und die Unterschiede sind wahrscheinlich versionsbasiert. Das ist aber nicht das Ende. Wir haben uns überlegt, dass wir dieses Ding testen würden. Wir haben einige Dateien getestet mit Silivaxin, und die wurden alle entdeckt. Und wir haben sie mit TrendMicro gescannt, und da gibt es einen gewissen Unterschied. Und obwohl sie die gleichen Signaturen und die gleichen Strings finden, sind die Entdeckungsnamen komplett unterschiedlich. Und das ist verdächtig. Und dafür gibt es einen Grund, und der Grund ist simpel. Silivaxin benennt die detektierten Dateien um, bevor sie anzeigt. Und das läuft so. Silivaxin kriegt den Namen von TrendMicro, nämlich hier Troj-Steel-1, und ersetzt die Unterstriche und Striche durch Punkte und macht dann noch so ein paar eine Verschönerung und verwandelt den Suffix aus einer Zahl in einen Buchstaben und steckt das Ganze dann wieder zusammen mit Punkten, und so kommt man auf eine Silivaxin-Signaturnamen. Also
schaut es so aus, als ob die Autoren hier irgendwas verstecken wollen. Also, zusammenfassend. Alle die Dateien sind geschützt mit dem Temida-Projekt, einem kommerziellen Dateischutztool. Das heißt, die Binärdateien haben keine String-Artefakte, die uns helfen, zu verstehen, was das Ganze macht. Die Musterdateien sind verschlüsselt, das heißt, man kann auch nicht aus den Signaturdateien auslesen, was da läuft. Und die Malware-Signaturen sind in Echtzeit umbenannt, damit man nicht mal im laufenden Betrieb sehen kann, was für Signaturen hier dahinter stecken. Also sollte man hier auf keinen Fall rausfinden können, dass Trend Micro dahinter steckt, was ein bisschen verwirrend ist. Also gehen wir hier ein bisschen weiter rein. Was wir hier ganz viel gesehen haben, ist dieser String mal.nucrp.f. Und wir gehen davon aus, dass es eine gewisse Signatur sein muss, anhand von dem, was wir bereits gesehen haben. Wir haben unseren Algorithmus rückwärts ausgeführt und haben den folgenden Detektionsnamen entdeckt. Was ist bei dem hier speziell? Was macht den anders als die anderen? Und was man hier sehen kann, ist, dass wenn eine Datei gefunden wird und entschieden wird, ob sie bösartig ist oder nicht, dann wird noch überprüft, ob, wenn es eine bösartige Datei ist, dass es auf diesen String passt. Und wenn ja, dann wird es einfach ignoriert. Das ist verdächtig. Nun, das wollten wir testen. Also haben wir das gegen 6 Dateien, welche als mit diesem Namen entdeckt werden sollten von Trend Micro, haben wir das getestet. Trend Micro hat sie alle entdeckt. CD Vaccine hat keine einzige davon entdeckt. Das ist etwas überraschend, weil wir ein bisschen Qualitätstesting gemacht und in den meisten Fällen ist es eigentlich okay. Aber in einer Stelle haben sie einen Typo gemacht und mal.nurcrip.f gesucht. Und dann stellt sich schlussendlich einfach die Frage, was ist das eigentlich genau? Und Trend Micros Enzyklopädie, was scheinbar ein Ding ist, ist das eine Signatur, welche zu alter Malware namens Newer, Tibbs oder Zellhard passt. Die haben alle keine Verleihverbindung zu Nordkorea. Aber wenn man diesen Signaturnamen genau anschaut, dann zeigt das, dass dieser Mal-Prefix eine generische Detektion ist. Und das könnte ein ganzes Spektrum an Dateien entdecken. Nur darauf basiert, wissen wir nicht, was für Malware hier genau entdeckt wird oder ob das überhaupt Malware ist. Wir können uns jetzt natürlich fragen, warum dieses Whitelisting gemacht wird. Die offensichtlichste Frage ist, na, das ist ein existierendes nordkoreanisches Werkzeug, das installiert ist und die Autoren wollten halt nicht, dass das einen Alarm auslöst. Potenziell wollten sie so ein Tool in der Zukunft entwickeln und wollten das dann über diese Signatur in der Zukunft auch verstecken. Es ist auch möglich, dass weil hier eine Drittpartei-Software, die Trend Micro Engine, zum Zug kommt, dass sie verhindern wollen, dass eine ursprüngliche Komponente von CD Vaccine als Malware entdeckt werden könnte und darum diese Signatur gewitelistet haben. Oh, eventuell ist es auch einfach ein dummes False Positive Management, aber das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Also sprechen wir kurz noch über die Kernel-Seite von CD Vaccine. CD Vaccine hat 3 Kernel-Mode-Treiber, aber nur 2 davon werden überhaupt verwendet. SV-Filter und SV-Hook.sys und fokussieren wir uns also darum auf die 2. Wir haben mal angefangen, darin rumzuschnüffeln. Und
da haben wir schon etwas Seltsames entdeckt, nämlich dass der Einstiegspunkt in der Relog-Sektion ist und dass hier ein gewisses Paket namens Bobcrypt verwendet wird. Und das haben wir uns angeschaut und das scheint ein alter russischer PE-Packer zu sein mit so polymorphen Code und so. Und das sind eigentlich schlechte Neuigkeiten, weil wer will schon polymorphen Code in den Kernel laden? Also haben wir gesagt, Moment, bevor wir uns das da so genau anschauen, vielleicht finden wir eine Antwort, wenn wir die Datei von außen anschauen. Und die Antwort war tatsächlich genau dort. Und die Antwort ist 42. Okay, es ist Hex 42. Dieses ganze verrückte Schutzschema hier mit der Textdatei, die den eigentlichen Treiber ist einfach mit 42 Hex geXORed. Das heißt, dieser verrückte Schutzmechanismus konnten wir umgehen und den Treiber selber direkt anschauen. Und den ersten davon, das ist einfach ein Dateisystem-Filtertreiber. Der wird von SVDealer geladen. Das ist das Echtzeit-Scan-System. Das hat zwei Hauptfunktionalitäten. Das kann das Echtzeit-Scannen machen und fängt alle Aktivitäten auf dem Dateisystem ab und sendet die Dateien an SVDealer, um gescannt zu werden. Und es schützt auch die Binaries des Antivirenprogramms selber, um Fehlfunktionen oder Manipulationen durch den User zu verhindern. Und das braucht uns einige Zeit, bis wir herausgefunden haben, dass das wirklich die einzigen zwei Sachen sind, die dieses Binary macht, weil der Code ist ein Durcheinander. Und wir haben das jetzt etwas vereinfacht und so funktioniert SV-Filter. Das Erste, was es tut, ist, es verschwendet Time, Zeit. Es macht eine ganze Menge an wiederholenden Checks und dann versucht es zu gucken, ob die gescannte Datei eine Binärdatei ist. Und dann denied es Access. Also. Und im Anschluss verschwendet es viel mehr weitere Zeit. Zu guter Letzt, an einem bestimmten Zeitpunkt wird es tatsächlich eine Datei nehmen und scannen. Und wenn die Software dann herausfindet, dass es eine schädliche Datei ist, verwehrt es den Zugriff und ansonsten gibt es die Datei frei. Dann gibt es einen weiteren Treiber, der SVHookSys. Wenn man sich den Namen anguckt, okay, es scheint wahrscheinlich an irgendetwas zu binden, aber nein, es tut es nicht. Es prozediert Daten aus dem Kernel und es scheint in etwa 13 Input-Output-Controls zu haben, aber nur drei werden überhaupt genutzt. Es ist alles in allem ziemlich buggy, fehlerhaft. Und wir haben geguckt, wo eine solche Funktion aufgerufen wird für den Treiber. Und es scheint so, als ob diese beiden Komponenten von zwei verschiedenen Entwicklern geschrieben worden sind. Hier sieht man, dass der Programmierer, der diesen speziellen Aufruf geschrieben hat, einen Buffer der Größe 12 genutzt hat. Jetzt würde man annehmen, dass die beiden Entwickler darauf sich geeinigt haben, dass das die Buffer-Size ist. Aber wie auch immer, der andere Entwickler war sich darüber wohl nicht im Klaren und überprüft erstmal, dass die Buffergröße wirklich 12 ist. Und daraufhin passiert natürlich nichts. Es ist also ziemlicher Schrottcode. Und während wir darin weitergeguckt haben, haben wir versucht, weiter unten zu graben und haben geguckt, warum diese Fehler passieren und glauben, einen Fehler entdeckt zu haben.
Wenn man dann ein bisschen rumscrollt, dann sieht man, wenn man darauf guckt, dass man eine ganze Menge an Debug-Prints bekommt und dass Teile dessen, worauf man referenziert wird, ist _80. Und das scheint mir, anstatt dass man auf richtigen Code guckt, dass man hier einen reverse-engineerten Treiber nochmal reverse-engineert hat. Und dass der Entwickler dementsprechend einen speziellen Treiber genommen hat, rekompiliert hat, dann eine Menge an Rebug-Prints eingebaut hat und wieder kompiliert hat, um zu versuchen zu sehen, was da tatsächlich passiert. Dann aber wiederum nicht wirklich erkannt hat, was das für Aufrufe waren, was seine großartigen Programmierkenntnisse zeigt. Und wir sind jetzt nun ziemlich am Ende, beenden den Programmierpart des Vortrags und gucken uns jetzt an, was die Software wirklich tut. Erstmal gucken wir uns an, wer ist überhaupt dahinter. Um das herauszufinden, haben wir uns die Versionsinfo angeguckt und ein Manifest gefunden, das verschiedene Firmen benennt, unter anderem PGI. Und es scheint eine Einrichtung in Nordkorea zu sein, die sich auf Sicherheitssoftware spezialisiert hat. Aber interessanter wiederum ist die Firma STS Tech Service, die so eine Art seltsame, shady Firma ist. Wir konnten nichts Wirkliches dazu finden, was dieses Unternehmen tut und überhaupt, was hinter der Firma steckt. Wir konnten aber trotzdem einige Dinge finden, und zwar, dass STS Tech Service scheinbar in der Republik Nordkorea sitzt, und wir haben hier von einer Messe in Pyongyang einen Screenshot, dass auf dieser speziellen Messe die Firma STS Tech teilgenommen haben. Und wir haben die Organisatoren der Messe kontaktiert und sie haben uns bestätigt, dass sie aus Nordkorea kamen. Scheint also eine private Firma zu sein. Gibt es das dort überhaupt? Oder ist es eine Regierungseinrichtung? Eine andere Quelle sagte uns, dass diese Firma möglicherweise eine Untereinrichtung der Armee in Nordkorea ist. Wenn man sich daran erinnert, dass Trent Michael sagte, dass die Engine möglicherweise durch eine dritte Partei nach Nordkorea gekommen ist, stellt sich natürlich die Frage, könnte diese Firma die spezielle Partei sein? Und dann fragt sich, ob es eine Verbindung zwischen Nordkorea und Japan gibt. Wir haben ja unter anderem schon gesehen, dass SV-Kernel eine modifizierte Version von Trend Micros Engine ist. Aber wir haben auch gesehen, dass STS Tech Service eine Kooperation mit einer Firma in Japan hatte. Und tatsächlich haben sie nicht genau mit dieser Firma kooperiert, sondern mit einer anderen Unterfirma aus Japan. Und es stellt sich heraus, dass diese beiden Firmen, Silverstar und Magnolia, dieselbe Adresse in Japan haben. Alle diese drei Firmen, auch STS, kooperieren wohl mit der KCC, einer berühmten nordkoreanischen Forschungseinrichtung. Und wir könnten jetzt ziemlich einfach zu dem Ergebnis kommen, dass es hier eine Kooperationen gab, aber Nordkorea und Japan sind jetzt nicht wirklich Freunde, deshalb könnte dies einfach auch nur komplett eine zufällige Verbindung sein im dichten Netzwerk der Firmen. Wir konnten jetzt Spuren von Bösartigkeit in diesem Paket finden, aber an diesem Punkt dachten wir uns, wir sind wohl fertig mit der Research, aber kann es wirklich sein, dass es keine Backdoor hier gibt?
aber wenn man jetzt nochmal zurückguckt auf die E-Mail, die uns von einem japanischen Ingenieur geschickt worden ist und uns den die Installier-Part der Software finden, dann finden wir, dass diese Datei eine selbst extrahierende Datei ist, die eine Version von Silly Vaccine enthält, aber noch wiederum eine andere Datei, die SV-Patch. Und wenn man dort auf die Metadaten guckt, dann ist es wohl verbunden mit dem Microsoft automatischen Update, was wiederum ziemlich shady ist. Wenn man jetzt tiefer in die Datei guckt, dann stellt sich heraus, dass es eine signed binary ist und man stellt fest, dass diese Signatur von Kaspersky ausgestellt worden ist. Wiederum tiefer in der Datei haben wir herausgefunden, dass dies wiederum eine Malware ist von einer relativ bekannten Gruppe dort, von Jakku. Jakku wiederum ist wohl ein Botnet, eine Botnetz-Kampagne, die speziell auf Nordkorea und Japan sich ausgerichtet hatte und deren spätere späteren Versionen sich nur noch gegen Nordkorea richteten. Die Verbindung, die wir jetzt gefunden haben, ist, dass es dort eine interessante Verbindung zusätzlich zu diesem Zertifikat gibt. Wer könnte da das Ziel sein? Es könnte sein, dass jede Silly Vaccine-Version mit dieser Malware infiziert ist. Der Entdecker war Martin Williams. Und es ist möglich, dass diese spezielle Software gegen ihn benutzt worden ist. Und das ist jetzt so ziemlich das Ende. Ich möchte jetzt nochmal alles zusammenfassen. Und das ist im Rückblick, dass Silly Vaccine wohl ein illegal Trend Micros Engine nutzt und das über viele Jahre und viele Versionen. Außerdem haben wir gesehen, dass die Autoren von Silly Vaccine versucht haben, das zu verstecken mit einigen interessanten Mechanismen. Und wir haben gesehen, dass es eine explizierte Whitelist gibt für spezifische Signaturen und dass die Silly Vaccine-Installation zusammen mit einiger Schadsoftware von Jakku kommt. Es gibt weiterhin einige unbeantwortete Fragen. Nämlich, wir haben gesehen, dass es einige Artefakte gibt, dass es möglicherweise weitere Komponenten gibt, die nicht aus Trend Micros Software stammen. Jetzt ist die Frage, wie kamen sie zu diesen Komponenten? Außerdem hatte diese Whitelist Signaturen, von denen wir nichts sagen konnten, was sie genau sind. Sie sind heuristisch und möglicherweise wollten sie whitelisten das einigen eigenen Code. Und dann war da diese Jakku-Malware, die aus 2013, die, ob sie möglicherweise mit allen Versionen von Silly Vaccine kommt oder nur mit dieser speziellen. Und wir können das nicht genau beantworten, aber wir haben gesehen, dass da einiges an Arbeit reingeflossen ist. Und über unsere Nachforschung sind wir über einige ziemlich seltsame und nicht so legale Dinge gestoßen, die in der Entwicklung stattgefunden haben. Und gleichzeitig könnte man das alles vollkommen legitim gemacht haben. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit in unserem Talk. Thank you, Mark. That was wonderful. We have plenty of time for questions, and we have two microphones. One is in the middle of the room.
and one is to the left side of the stage. So please queue up if you want to ask questions. And we already have a question on the microphone one. Do you have any idea why? Habt ihr irgendeine Ahnung, warum Trend Micro gesucht worden habt ihr irgendeine Ahnung, warum Trend Micro ausgesucht worden ist für die Engine? Also anstatt irgendeiner Open Source Engine. Do you have any idea why Trend Micro was chosen by them? Ah, why Trend in Micro comparison to anything yeah. else? Actually, I have no idea. Nein, keine Ahnung. Wenn ihr was wisst, dann sagt es mir bitte. So, have you looked at the fact that, habt ihr geguckt auf den Fakt, dass dieser Antivirus für Windows funktioniert, obwohl Nordkorea Red Star OS benutzt? Soweit ich gesehen habe, mit den Leuten, die ich gesprochen habe, wird Red Star OS nicht groß verwendet in Nordkorea, weil es halt scheiße ist. Was sie tatsächlich verwenden, scheinen chinesische Versionen von Windows XP und Windows 7 zu sein. Und entsprechend läuft CD Vaccine auf diesen Versionen. Wie seid ihr an die 2005-Version von CD Vaccine gekommen? Komm später bei mir vorbei, dann sage ich dir. Ich wollte wissen, wie ihr überprüft habt, dass die Jaku-Malware nicht von der Whitelist kam. Wir haben es überprüft und wurde schlicht nicht detektiert. Es war nicht Teil der Whitelist, aber es wurde auch nicht von der. Es wurde halt überhaupt nicht entdeckt, von weder von Trend Micro noch sonstigen wem, und darum wissen wir, dass es nicht Teil der Whitelist war. That's all. Thank you, Mark. Thank you for the amazing talk. Okay, danke sehr, Mark. Vielen Dank für.